Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal den Riss hier. Sie sind doch tot. Ich habe die Röntgenfotos gemacht. Ja, und sie waren komplett topfisch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. So schräg. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink, den Lutesses, etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Ja, nee, ist klar, sie sind seit 7 Tagen tot. Wieso spricht sie dann mit ihm und dann noch mit aufnehmen? Ist schon ein bisschen schräg, ne? Ja, da lang oder da lang? Das ist wohl eine Hose wie Jacke, kann ich mir aussuchen, weil die. Ja, der Weg hier scheint kürzer zu sein, deswegen zeigt er den hier auch mal. Ne? Ist ja super, dass man hier keine Orientierungsprobleme kriegt, ne? Weiß man immer genau, wo man hinlaufen muss. Ja, erstmal chillen, ja. Kalt scheint ja zu sein, aber ja, es gewittert ja auch wenn es nicht regnet, ne? Also, komisches Wetter hier. Liegt da ein bisschen unpraktisch. Bitte laufen. Wie soll ich doch noch die Treppe hier hoch? Diese sieht das aus, ja. Okay, na gut. Jawohl. Das habe ich mir ja fast gedacht, dass hier irgendwas passiert, ne? Ihr könnt mich doch mal. Rutsch wird der rumgehen. Irgendwo da, ne? Oh, hab ich den wohl erledigt, ja? So, lass noch einer. Shit. Das ist super. Hör mal. Ist jetzt gut hier wieder oder? Was soll das? Ja.
haben wir sie jetzt hier. Ja, fein so, ne? So, musiktechnisch haben wir sie jetzt. Ja gut, dann... Gucken wir mal hier. Ja, hier waren wir noch nicht drin. Hätten wir die alles schon abgelootet hier? Ziehen wir die neue Stöckelschuhe an. Ja. Oh, dann gucken wir uns doch die Kinetoskope hier mal an. Oder waren wir hier doch schon? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Oh, gib mal erstmal die Kohlen. Ich glaube, das haben wir eventuell doch schon gesehen. Naja, halten sie sich raus irgendwie so, ne? Und dann, ja, also waren wir hier doch schon. Warum kann ich denn? Sehr schräg. Aber gut. Vielleicht konnte ich einfach nicht alles einsammeln, wie gerade da, weil hier noch Munition ist für eine Waffe, die ich gerade nicht dabei habe, wo ich keine Munition für brauche, so, ne? Fahrstuhl. Fahrstuhl ist immer... Verlassen wir den Bereich. Hier über den Knopf drücken. Haupthalle der Bank des Propheten. Oh ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob mir das bekannt vorkommen soll oder nicht. Oh nee. Halte die Augen offen. Die Haare. Vorrücken. Sieht die da rum? Ich, ne? Ja, kurze Action. Überstanden hier. Muss, glaube ich, mit der Waffe noch ein bisschen mehr machen. Das gibt wieder irgendeine Errungenschaft nachher. Bin da ja irgendwie auch immer auf der Jagd, ne? Was da Steam anbelangt mit den Errungenschaften. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ich sollte auch Prophet werden. Ja, ich sag dazu jetzt lieber nichts, weil, ne? Aus diversen Gründen. Das ist, ja. Ich bin halt nicht ohne Grund Heide und guck lieber Harald Lesch. Das ist jedem seins, ne? Muss ein Schloss knacken. Oh, dann machen wir auch das Ding. Bitte.
riesen Tresor. Da drüben sollen wir wohl hin, irgendwie. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Oh, ich will mich erstmal umgucken. Ich will hier erstmal looten, weil hier gibt es anscheinend jede Menge, ne? Ja, auf den Eagles. Wollen wir alles haben? Wollen wir alles mitnehmen? Was ist das? Lockpicks. Hier, gut aufheben. Jo, danke, Süße. Ausnahmsweise bringt Frau mal Geld nach Hause. Und nicht andersrum. Woran man sich das nochmal aufgegabelt hat, weil da liegt ja nichts mehr. Aber wenn ich hier bin, möchte er, dass ich die Treppe da hochgehe, ne? Ja. Dann auf jeden Fall irgendwo dahin. Da sage ich jetzt aber erstmal nö. Sieht nett aus von hier oben. Die Schreibtische da unten, die kann ich mit Sicherheit auch noch durchsuchen. Oh, hier ist noch so ein Kästchen. Diener. Ja, nö. Der liegt da zwischen den Schreibtischen. So. Ja, da wir hier erstmal noch nicht hin sollten, laut Story, will ich hier jetzt aber hin. Looten, ne? Loot mit Mut. Wollen uns das alles angucken hier? Vielleicht finden wir ja noch das optionale Ding da auch noch hier so dabei. Oh, sie läuft einfach durch Türen, wo ich gar nicht durch will, gerade noch nicht, ne? Auch immer so mega. Aber ja gut, wenn du unbedingt hier rein willst, Süße. Gehört hier. Was ich nicht einsammeln kann. Aber blinkt, als ob. Ausrüstung. Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten gibt, immer tutorialmäßig noch. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des eines ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Ja, wir nehmen die und dann ist halt auch gut. Ja, das könnte man eigentlich einsammeln. Das ist wieder so ein Schlosser-Dings mit Lockpicks, aber irgendwie... Ja. Bockt das wohl, ne? Blöd. Oder er hat das nicht gepeilt, dass ich es eingesammelt habe. Und ich habe es auch nicht gepeilt. Und hat da jetzt so eine... Da geht's zurück. Will ich aber nicht. Hier hinten ist ja noch so ein Raum, so, ne? Oh. Der sehr... Also ja. Mal sehen. Tippe drei Buchstaben. Für Stimme. Drei Buchstaben. V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Ja, das ist die Sache mit dem Code hier jetzt, ja. So, das war jetzt schwer zu finden, ne? Kann nicht
seiner Vorstellung Gottes existiert. Wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Ja, und dann haben wir das wohl gefunden. Ist ja auch cool. Werden uns denn irgendwie diese optionalen... Hat er aber schon nach Voxcodes. Ja, das habe ich wohl gemacht, ne? Hätte man schöner umsetzen können von der Oberfläche. Aber gut, was soll's. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich wäre wahrscheinlich jetzt eigentlich von hier gekommen, ne? Oder so ähnlich. Auch komisch. Ich wollte eigentlich zuerst, dass ich da vorne die Treppe hochlaufe, ne? Mach mal das auch mal so. So, ich soll hier hoch, ne? Was taktisch besser ist, weiß ich nicht. Ich habe dann einfach den richtigen Weg gefunden, weil da geht's gar nicht lang. Das sieht ja auch mega aus, da mit dem Geblitzen im Fahrstuhl. Junge, Junge, Junge. Ich bin ja eigentlich nicht so der Horror-Fan, ne? Aber das ist ja auch gar nicht so horrormäßig hier das Spiel. Und irgendwie geht das dann. So, ja gut, wir sollten hier lang. Schränken, hier ist nichts. Jetzt war's. Ne, da können wir noch reingucken. Huh. Bank Solution Safe Identification Core. Gegner, wo seid ihr? Scharfschütze, runter! Verstehe. Na, den haben wir gleich. Erstmal ein bisschen noch looten hier auf dem Weg, dass wir nichts vergessen. Der ist wohl erledigt. Das ging easy. Wisst ihr was? Mir ist das doof mit diesen 20 Minuten, ehrlich gesagt. Wir erweitern das in Zukunft auf eine halbe Stunde, zumal mein Upload es hergibt. Gerade angefangen und dann wieder aufhören, das ist irgendwie so. Tja. Das ist irgendwie kein schöner Workflow, ne? Denke ich jetzt mal. So, zum nächsten Riss ist wohl noch eine ganze Ecke.
jede Menge Money. Da ist was für Gesundheit, ist aber voll. Bei mir. Für die Kasse. Ja, wo ist die Kohle jetzt her? In der Ecke dort. Irgendwie kann die zaubern, ne? Au. Ah, hier dürfte echt nochmal die Post abgehen. Ich hab euch gesehen. Da ist der nächste Riss. So, und vorher folgt dann nochmal ein Kampf, ja? Komisch, was denn? Ich sehe da drüben einen Lockpick. Echt? Wo denn? Weil ich sehe keins. Ich sehe hier wieder so ein Ausrüstungsding. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Ja, das. Wahrscheinlich die Tasche da, die ich wieder nicht einsammeln kann. Aber gut, wir haben hier genug Lockpicks, insofern ist das alles unproblematisch, ne? Weil ich kann hier nochmal gucken, aber hier wird nichts mehr liegen. Da sind gleich Feinde am Start, ja. Oder ihr seht das im Video und ich sehe es vielleicht auch nachher. Wieso läuft es jetzt da lang, wenn er eigentlich da eben gerade war? Die spielen schon mit mir hier. Versuchen wir es zumindest. Oder was soll das Lockpick sein, kleines, ja? Ich sehe keins. Ich sehe einfach gar keins. Wir sind noch Schränke zum Durchsuchen. Ja, los, komm, Freunde, dann. Einen wunderschönen guten Tag. Denke ich mir auch. Elizabeth, mach der Sommer. Moxaphone. Geschafft. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Ja, Lügen sind halt immer, ne? Nicht so dölle. Man muss schon bei der Wahrheit bleiben, ne? Noch so ein Raum hier. Oh, jetzt steht die mir wieder im Weg, ne? Das, meine Freundin, ich würde irre werden. Wie, das war's schon. Der eine Typ hier, wo ist er jetzt hin? So bestimmt was zum Einsammeln, oder? Einfach Verschwindibus, habe ich ihn einfach komplett weggrenadet, ja. Ist ja auch cool. Naja, okay, dann. Und wenn ich diese Sabotage begehe? Alle Ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei sterben? Aus dem gleichen Grund, wie die Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur Sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Plötzlich haben wir den Boxer vorhin wieder.
Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Hier zum Tor von Comstock kommst du zurück. Achso, jetzt komme ich aus dem Tresor raus. Und erweckt die wieder alles Mögliche zum Leben hier. Och nö, ey. Munition, ja, und ich habe. Jetzt aussieht eine Errungenschaft für irgendwas bekommen. Aber gut, Mann. Junge, Junge, Junge. Hat's das jetzt mal bald? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Wenn es wieder heißt BioShock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.